Das ist einfach top, dass wir genau das gleiche wie die große Baureihen hier bei der 200er auch können. Von Spurführung bis auf variable Aufspringmengensteuerung. Das ist einfach genial. Und wie die Spurführung im Obstbau funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Für mich ist die Spurführung jetzt so der erste Einstieg ins Precision Farming. Siehst du das auch so? Ich denke, viele Kunden denken so natürlich aus dem herkömmlichen Bereich. Aber in den Obstbau ist das natürlich schon etwas besonderer, weil wir haben feste Reihen. Und daher denke ich, dass die meisten Kundschaft in diesem Bereich Erfahrung haben mit der automatischen Teilbereiteschaltung als erster Berührungspunkt mit GPS. Und dann nachhinein eigentlich weiter in die Tiefe gehen mit Spurführung oder andere Anwendungen. Okay, und welche Vorteile bringt mir die Spurführung jetzt hier im Obstbau? Ja, das ist natürlich etwas anders als normal, aber Komfort zum Beispiel. Ne? Ich kann automatisch fahren durch die Reihen, brauche nicht mehr zu lenken, kann mehr konzentrieren auf die Arbeit, die hinten passiert. Mhm. Das macht schon eine enorme Einsparung. Und zweitens würde ich sagen, mit den Spurlinienvarianten, die wir heutzutage haben, können wir Single Contours zum Beispiel aufnehmen und kann ich vollautomatisiert den Vorgewände mitnehmen. Mhm. Und eigentlich den ganzen Ablauf meiner Route durch den Obstplantar schon planen und kann auch mal ein unerfahrener Fahrer mal fahren. Okay, und es bringt mir ja wahrscheinlich auch Vorteile in meiner Plantage, die ich ja jetzt hier irgendwie 10 oder 15 Jahre nutze, oder? Die Genauigkeit ist ein Ding, und die Wiederholbarkeit genauso. Und in meiner Obstplantage, die so lange steht, da will ich natürlich gute Wiederholbarkeit haben. Und das heißt oft, das RTK-Signal wird genutzt als Korrektur. Und damit ist das, sag mal, selbstverständlich. Um die Spurführung jetzt zu nutzen, welche Voraussetzungen muss denn da mein Traktor erfüllen? Ja, ganz generell gesagt natürlich den GPS, Receiver oder Empfänger. Das kann ein Novatel sein, ein Trimble sein, da hast du die freie Wahl. Und dann geht es schon eigentlich in das integrierte Guidance-System rein. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Das ist festgelegt, wenn man Guidance von Fendt kauft. Aber zweitens ist natürlich der Monitor, was meiste Leute denken, du brauchst da noch zusätzliche Bildschirme, ist nicht mehr so. Heutzutage alles mit Fendt-Wand, natürlich auf deinem großen Terminal. Ich soll eigentlich sagen, da oben bei der 200er, ist im Dach. Aber du kannst den Bild so einrichten, so dass er auf dem Dashboard zum Beispiel den Guidance anzeigt und die andere Anwendungen oben in das große 12-Zoll Terminal. Und von da aus hast du dann schon ein funktionierendes Guidance-System, heißt aber noch nicht die Genauigkeit. Jetzt bist du auf die Genauigkeit eingegangen. Was fehlt mir denn jetzt noch, um das ordentlich auszuführen? Ja, du brauchst natürlich ein Korrektursignal. Ne? Und je präziser, je besser, wird dann immer gesagt. In dieser Obstplantage, wo ich über Jahre hinein auf die gleiche Reihe Abstände arbeite, der lohnt sich oder bietet sich eigentlich nur RTK an. Ja, und damit kann ich dann auch viel präziser VRC machen oder die automatische Teilbereiteschaltung nutzen. Das heißt, hier im Obstbau fahre ich nicht einfach AB-Linien, sondern da brauche ich was anderes. Ja, du kannst natürlich reine AB-Linien nutzen. Du kannst aber viel mehr, wenn du zum Beispiel Kurven hast, Konturen hast, die auch nutzen. Du kannst sogar Single Contours machen. Dafür braucht man aber die Voraussetzung der Wayline Assistant Feature. Das ist eine Sonderfunktion. Dann kann ich eine komplette Route eigentlich abfahren, aufnehmen und die nachher wieder abrufen. Wie hat sich denn jetzt die Spurführung in den letzten Jahren weiterentwickelt? Ja, sicher hat sich da noch was getan. Zum Beispiel in der Wayline Assistant oder Contour Assistant, so wie wir den manchmal auch nennen. Da gibt es jetzt die Funktion Single Contour Segments. Und sicherlich in so einer Obstplantage hat er seinen Nutzen. Das heißt, du kannst diesen Single Contour, also die einzelnen Linien, zusammen in ein Paket fügen und damit einen kompletten Routing eigentlich zusammenpacken und die auch ordnen, einteilen. Und das passt perfekt in so eine Obstplantage, um sag mal, immer den gleichen Ablauf zu kreieren. Jetzt hast du ja schon viele Vorteile genannt, aber für dich persönlich, was sind denn die besonderen Merkmale an der Spurführung? Ah, das sind ja viele natürlich, aber ich denke in Obstbau, so wie hier, was wir von den Fahrern hören, er kann sich einfach mehr konzentrieren auf die Spritzarbeit, geht da alles so wie gewünscht. Etwas Komfort sind ja oft ja langere Tage oder eben im Nacht noch arbeiten, das bringt natürlich seine Vorteile mit der automatischen Lenkung. Ja, und so kann ich noch unendlich weitergehen. Die Spurführung hier, wenn man die hat, will man nicht mehr ohne fahren.
Danke dir, Tom.